So, herzlich willkommen, liebe Leute, neue Runde Ranch Simulator und zusammen natürlich wieder mit Salazar und dem Gerd. Moin Moin. Moin Moin. Und mal schauen, ein paar Livestream-Zuschauer sind auf jeden Fall noch wach. Gerade gemerkt, Mikrofon natürlich wieder nicht an. Gerd macht irgendwie Quatsch scheinbar. Nicht die Farbe kaufen. Bisschen Holz ist schon verladen und mal gucken. Ja, 41 und 7a, das ist doch in Ordnung. Wir müssen uns nur noch entscheiden, was wohin. Ja, ich nehme erstmal mit, die Farben sind sonst gespeichert. Hat Gerd sich endlich um sein Haustier gekümmert? In die Bude? Ja, er hat jetzt sogar das Pferd gezeigt, wie man Höhe gewinnt. Die erste Verdieping auch mal draußen rumgelaufen. So, auf geht's. Mein Tester, genau. Mein Tester, der noch am Start ist. So, schon wieder Regen. Ist ja gut. Ja, das ist der richtige Moment, um mit Farbe rumzuspielen. Ja, im Baumarkt hat man das gar nicht gemerkt. Kann ich eigentlich von hier aus den Rosenkratzer mal gut sehen können? Aber den Wetter natürlich nicht, ne? Ja, das Wetter macht jetzt die schlechte Weitsicht, ja. Ja, doch, da sieht man schon so ein bisschen. Da sehen wir unseren Hof auch viel besser aus der Entfernung. Hier ist noch höher. Hat auch was, wenn man jetzt so auf die Ranch fährt mit dem Turm. Also, ja, müssen wir nicht heute noch höher bauen, aber nächstes Mal bestimmt. Und das für was? Hier, machst du jetzt da oben so komische Ständerbau? Weiß ich nicht, das ist ein Auto. Nein, das habe ich nur gesetzt, um zu gucken, ob ich ein Dach hinkriege. Das gönnt er mir nur nicht. Nee. So, man kriegt ja alles bis auf das Mittlere wahrscheinlich, aber das kriegt man doch in der Mitte dann. Darf ich daran erinnern, dass wir hier was verbaut haben, Leute? Was haben wir verbaut? Der Turm hat seinen Rhythmus verloren. Boah, das sind zwei Vierer-Reihen, oder was? Aber sowas von. Was kann das denn sein? Ups. Das war nur, um den Vierer-Reihen haben wollte. Nein, das war jetzt das, wo ich sagte, wir haben das Problem mit dem Unrhythmischen. Das haben wir jetzt so oder so. Ja, jetzt ist es eindeutig. Brauchen wir Sprengstoff. Das ist jetzt fatal, Leute. Oh. Ich glaube, Gerd hat die Reihe gebaut. Wir waren zu fleißig, meinst du? Nur so. Obwohl, das hat jetzt auch was. 3, 3, 4, 4. Oder der nächste Wort 5. Ja, genau, jetzt machen wir noch einen Pumper. Ja. Ist da oben auch dann 3? Also das ist 3, 3, 3. Ja, das 4. Oberste ist jetzt wieder 3. Das siehst du daran, dass ich an die Brüstung hier 3 Baurahmen gesetzt habe. Aber das darunter sind Vierer, also müsste man theoretisch jetzt jeweils die äußere Badole um einen runtersetzen und dann kann man oben noch mal einen draufsetzen, dann haben wir das schon. Also noch ein Vierer. Dann kostet das Holz da, einmal die Außenrundung weghauen. Ich wollte auch hier noch mal was testen, ob das jetzt geht, ob man das tatsächlich noch umbauen kann mit dem Eingang, dass man da auch diesen gläsernen Eingang hinkriegt. Dafür habe ich diese Plattform hier reingesetzt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach, der hast du schon wieder weggenommen hier. So, Achso, das war das ist so die Plattform, die du. Ah. Ich wollte mal testen, ob dann nicht theoretisch ihm das egal sein müsste, wenn man jetzt die Tür hier vorne wieder einreißt, aber ich würde vorher speichern. Alles zusammenbricht, wäre vielleicht ein bisschen ärgerlich.
Aber wenn, müssen wir dann nicht alle im Bett liegen? Nö, ich gehe einfach. Dass du speichern kannst? Ja, hingehen zur Speicher. Ich kann ja speichern jederzeit. Der Admin kann doch an seinem Okay. Wenn das dann gleich einstürzt, können wir Alt F4 drücken oder so, dann kann es auch nicht mehr speichern bis dahin. Eigentlich. Ja. Willst du es versuchen, Salazar? Ich hätte jetzt gespeichert. Bitte schön, hässliches Loch in der Wand. Ja, geht doch. Und da kann jetzt dann tatsächlich dieses, also man kann es dann noch umbauen. Sofern da irgendwelche stützenden Plattformen sind. Und da kann jetzt dieses Gewächshaus-Dings da rein bauen. Gewächshaus. Das passt ja, glaube ich, ein bisschen besser. Die Standardtür, die ist ja nicht so schön. Ich hole das Glas von oben. Kannst ja was runterwerfen. Irgendwelche Scheiben runterwerfen. Verlundere! Nee, ich bin mit dem Glas runtergesprungen. Hast du das gesehen? Nee. Ja. Sauber mittig da runter, weißt du? In der Mitte runtergekommen? Ich bin sauber in der Mitte runtergekommen, ja. Ich bin immer irgendwo gegengeschlagen. So, wie sieht das jetzt aus hier? Ja, das sieht doch besser aus. Eigentlich müsste man jetzt auch noch alles, das hier auch noch Glas machen. Aber das tut auch nicht Not. Stuttgart führt 2-1. Okay, dann ist es ja wohl, ne? Dann bleibt HSV wohl zweitklassig. Weil die können nicht mehr so lange spielen. Dementsprechend führt Stuttgart jetzt umgerechnet 5-1. Also Glückwunsch schon mal an Black Forest. Glückwunsch. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass nicht mehr gedreht wird. Ja, das ist natürlich mit diesem 3-3-3-4-4. Also bräuchten wir jetzt noch ein 4 oder was? Dann ist es wieder gleich. Aber so oder so blöd. Das muss doch gerade gebogen werden. Denke schon, ne? Aber jetzt kann das hier wieder abgerissen werden, die überflüssigen. Wotz. Mal ein bisschen aufpassen. Doch in der Wand. Wieder flicken. Das Glas kriegt man logischerweise nicht zurück, aber die Hälfte an Holz, oder? Mhm. Ja, die gehen drei Holz rein, kommt einer raus. Also beim Abreißen 8 Zorks halten sein. Ja. Also jetzt hier im Dreier-Rhythmus müssen wir es einmal oben verlegen. Also müssen wir jetzt erstmal da die, nach dem Dreier-Rhythmus die Tür richtig reinsetzen. Aber Dreier war immer nur zwei und dann kam die nächste, oder wie? Wir haben hier nämlich drei gemacht und dann kam die drei geschlossene. Und drei Rahmen, Plattform draußen rum. Drei Rahmen, Plattform draußen rum. Oder andersrum, auf die Tür zwei Fenster und dann, oder ne, also. Zwei Wände. Da wahrscheinlich eine Plattform hin.
stoßen uns aber den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Was wäre denn überflüssig? Kommst du drauf oder nicht? Jetzt muss es. Oder Brittany, ich sollte das eigentlich noch da lassen wegen dieser Einsturzgefahr. Auch noch, dann kann man ihn rausnehmen. Bleiben wir jetzt bei diesen Türen oder soll das alles diese komischen Glastüren bleiben? Hier ist es egal, oder? Nein, die Glastür unten am Anfang, aber oben nur noch die normalen. Natürlich auch die Plattform rundherum abreißen. Rieselt gleich ein bisschen Holz raus, obwohl ich würde erst unten wahrscheinlich die neue Plattform bauen, dann kann man nach oben einfach abreißen, bevor man alles sonstiges kaputt macht. Genau, da fällt das auch nicht so tief, wenn es runterfällt. Wieder eingeladen und Bauholz holen. Dann müssen wir hier tatsächlich einmal komplett in der Runde latschen. Aber dafür sind die da über nachher überflüssig. Ist ja ungeschickt, ne? Komisch, dass er es jetzt aufgefallen ist. Das lag daran, dass ich den Drehbaum hatte und nicht vorhin geguckt habe. Ja, ich habe auch zwischendurch einmal von außen geguckt, aber auch den Unterschied nicht gesehen. Ey! Was? Zu früh hochgerannt, Herr von uns zugehört. Zwei Wände. Eigentlich ein typischer Behördenbau hier, ne? Wo man nachher merkt, irgendwas ist schief gelaufen und die Kosten werden viel höher und es dauert viel länger. Ja. Ah, ist ihm echt auch so. Ja. Hier wäre dann wieder ehrlich. Oh.
Ja, von draußen erstmal die Plattform steht hier nicht, hier oben. Bitte? Wo wir jetzt stehen. Da war niemals eine Plattform. Oder gehst du alles extra Plattform bauen? Müssen wir jetzt ja hier. Weil wir ja zur Tür raus müssen. Okay. Ich meine, klar, du kannst hier auch rüberspringen, ne? Könntest das wieder wegnehmen, aber normalerweise ja. Sozusagen. Was? Vielleicht wir es immer so machen sollen. Lassen wir es, bevor wir es abreißen. Wahrscheinlich gleich erstmal schlafen. Einmal wieder alle Planken zusammen packen, Salazar. Waren das alles? Aber ja. Den Klassen halt gesichert, ja. Klasse 2. Den Fahrrad und nicht aufsteigen können. So. Das ist schon mal. Wieso kommt Stahl mittendrin? Schlafen oder was? Ja. Ist so dunkel hier unten, weil die Lampen fehlen, ne, die vorher an der Haustür dran waren. Gerhard, dein Huhn ist gestorben. Wieso ist denn hier ein Huhn bei mir? Das ist doch dein Haustier, sag ich doch die ganze Zeit. Oh nein, Herr Gerhard, du hast dich nicht gekümmert. Ich habe extra hier einen Getreidesack mit in dein Zimmer geschleppt. Das hatte ich gesehen, aber. Also, ist das jetzt, habe ich das richtig gesehen? Da hat der Gerhard ein schönes Bett in seinem Zimmer und dann parkt er sich auf die Luftmatratze. Ja. Und in der Ecke liegt das tote Huhn. Ich hatte extra einen Sack Getreide dahin geschleppt. Oh, es ist runtergefallen und kaputt gegangen. Oh, schade. Jetzt hat er hier jedenfalls gutes Fleisch. Ja, Frischfleisch, das ist auch schön. Frischfleisch. So. Legen wir mal hier hin. Weitere Verwendung. Ach, hier liegt auch ganz viel Käse. Na, guck mal, hätten wir nicht immer so doppelte Plattform machen sollen? Ach, Gestaltungswirrwarr. Sieht doch auch schön aus, so mit doppelten Reihen. Achso, das da jetzt mit den doppelten, ne? Aber stimmt die Reihenfolge dann wieder? Ja, die sind schon wieder viele Babys. Schweine. Schweinebabys? Ach, Schweinebabys. Ja. Ich würde sagen, eine Folge machen wir noch. Aber für die Folge war's das. Danke fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.